Denkt man an Alexander Klavs, dann erinnert man sich heute nach 10 Jahren noch immer gerne an den ersten Sieger der Castingsendung Deutschland sucht den Superstar. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diese Zeit? Also ich glaube, die Frage wäre besser irgendwie, welche ich nicht hätte, weil es ist natürlich immer noch alles präsent. Das war nun mal mein Startschuss damals. Das war ein schöner Start, weil es ging direkt fulminant los, ja, also wie mit einer Rakete durch die Decke. Und von daher erinnere ich mich immer ganz gerne daran zurück. Es gibt bestimmt Leute, die sich nicht gerne daran zurückerinnern, also Gewinner, die nach mir kamen, aber ich stehe dazu und freue mich immer, wenn ich irgendwie alte Videos sehe. Es gehört halt einfach mit dazu, es war mein Startschuss. Ihre beiden Debütsingles Take Me Tonight und Free Like the Wind hat jeder noch im Ohr. Sie erreichten Platz 1 der Charts und Platinstatus. Auch ihre ersten beiden Alben, produziert von Dieter Bohlen, schafften es an die Spitze der Charts. Sie wurden mit 20 Jahren über Nacht zum Star. Was ist das für ein Gefühl? Ein schönes Gefühl. Also das Schöne war eigentlich nicht dieses über Nacht zum Star werden, sondern wirklich endlich mit der Musik seine Brötchen verdienen zu können. Also es war immer schon mein Traum gewesen, mit meiner eigenen Musik auf einer Bühne zu stehen und das von einem großen Publikum. Und ich meine, DSDS war sozusagen der Weg dorthin. Und ich habe ja immer schon früh in meiner Kindheit auch schon Musik gemacht. Und dass es dann so weit war, als ich dann 19 oder 20 war, dann, ich meine, da finde ich heute noch selten Worte für, wie man merkt, ein Traum geht wahr. Und das kann man nicht in Worte fassen, sondern nur erleben. Leben in Anführungsstrichen. Und das war eine wunderschöne Nacht und einfach eine sehr, sehr schöne Zeit, auch wenn ich mich heute nach 9 Jahren immer noch zurückerinnere. DSDS war Ihr großer Durchbruch. Die Sendung läuft heute immer noch und entwickelt sich zu einer Verkaufsmaschine. Verfolgen Sie die Formate denn heute selbst auch noch? Also wie du gerade schon schön gesagt hast oder formuliert hast, entwickelt sich das leider zu einer Verkaufsmaschine. Und ja, und ich vermisse halt genau das, was es damals ausgemacht hat, die erste Staffel. Es ging um Talente, um eine neue Show, die noch niemand kannte. Es ging darum, einfach Talente zu finden, ja, um die Musikalität der jungen Leute. Und das geht heute nicht mehr wirklich in den aktuellen Staffeln darum, sondern nur noch darum, irgendwie Quote zu machen. Es geht darum, Skandale zu entwickeln, bevor die überhaupt einen Ton gesungen haben. Und mir gefällt es nicht. Und was das mit DSDS von damals zu tun hat, ja, das wage ich zu bezweifeln. Also ich bin froh, einer der Ersten gewesen zu sein oder sogar der Erste gewesen zu sein. Und ich wüsste nicht, ob ich mich heute nochmal bewerben würde bei den aktuellen Staffeln. Gewinner aus der Castingsendung Popstars wie Lucy Diakovska und Ross Anthony spielten selbst in Musicals und sitzen heute in der Jury der aktuellen Popstar-Staffel. Würden Sie Juryverantwortung übernehmen? Und wenn ja, wie würden Sie mit Ihrer Erfahrung agieren? Ich würde schon gerne Verantwortung übernehmen, aber nur insofern ich wirklich hundertprozentig mich damit identifizieren kann. Und ich würde jetzt nichts machen, weil also des Geldes wegen oder es wäre mal wieder nicht schlecht, irgendwie präsent zu sein, darum geht's mir nicht. Also wenn es wirklich soweit sein sollte, dann wirklich darum, um Talente zu entdecken, die zu fördern, denen was mit auf den Weg zu geben. Ich meine, ich bin diesen Weg gegangen, ich bin nach 9 Jahren immer noch aktiv und könnte denen, glaube ich, einiges erzählen. Ja, aber wie gesagt, es müsste sich erstmal ein bisschen was ändern. Oder ob das jetzt DSDS oder irgendwas anderes ist, es müsste schon sehr authentisch sein und ich müsste wirklich 100% dahinter stehen, sonst würde ich es nicht machen. Und was ich den Talenten mit auf den Weg geben kann, keine Ahnung, ich glaube, das entwickelt sich dann in dem Moment, wenn ich dann da sitze. Und das kann man jetzt mal so schwer sagen. 2005 nahmen Sie mit Sabrina Wäckerlin die Single All I Ever Want, einem Titel aus dem Musical Drei Musketiere, auf. Wie kam es zu dieser Begegnung? Das ist schon ein Weilchen her. 7 Jahre mittlerweile. Ich bin ja damals im Nachhinein nach dem Finale in Hamburg auf die Joop van den Ende Academy gegangen. Ich habe meine Ausbildung gemacht in Schauspiel und Gesang. Und Sabrina war zu der Zeit auch auf dieser Schule. Und ich wurde damals gefragt, ob ich die Single machen würde. Ja, es gab ja damals das neue Musical, die Drei Musketiere, mit einem neuen Element dabei, mit Fechten. Und das gab es halt vorher noch nicht. Und es sollte halt eine Single geben und Joop hat mich direkt gefragt, ob ich das gerne machen würde, weil er fand, dass ich da D'Artagnan-Typ bin. Ja, war damals vielleicht so. Ich habe mir nichts dabei gedacht, ich habe Sabrina kennengelernt. Ja, so irgendwie hat sich das entwickelt. Also Sabrina war auch die Constanze und von daher war das keine Frage, wer dann der Duettpartner wäre. Und es hat ganz gut gepasst insofern, dass wir uns gut verstanden haben und der Rest kam dann im Studio eigentlich. Also es ging relativ fix und damit haben wir dann auch die Charts gestürmt, glaube ich. War eine schnelle Geschichte. Aber eine sehr, sehr schöne. Also wir haben viel Promotion gemacht, waren viel unterwegs und jetzt vor kurzem war ich ja mit Sabrina nochmal auf der Best of Musical Tour unterwegs, haben uns wieder gesehen und solche Treffen nach ein paar Jahren sind dann auch immer ganz schön. Wie kam denn der Weg zur Joop van den Ende Academy? Also ich habe ja damals bei DSDS gewonnen und in den nächsten 1-2 Jahren alles erreicht, was man erreichen kann und ich habe den Echo gewonnen, ich habe alle Preise abgesahnt, ich habe, glaube ich, in dem Zeitraum 2,5 Millionen Platten verkauft und dann sitzt man irgendwann da als 20-Jähriger und macht sich Gedanken, okay, was möchte ich noch? Weil ich bin ein Mensch, ich bin nie satt. Und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, ja, okay, jetzt kann ich mich eigentlich zur Ruhe setzen oder erstmal eine Pause machen, dann werde ich nervös. Und ich habe mich damals hingesetzt, habe Joop van den Ende getroffen und somit die Idee gehabt, weil ich schon ewig mal eine Leidenschaft hatte, die sich Schauspiel nennt, das mal auszuprobieren. Und dann haben wir geredet, er hat gesagt, ja komm, geh auf meine Academy, versuch einfach was. Und das hat dann sehr gut geklappt. Und dementsprechend kam relativ schnell das Angebot von Tanz der Vampire, wo ich dann mein Musical-Debüt hatte als Alfred. Und so bin ich sozusagen in diese Branche
Branche geraten und komme auch nicht mehr von ihr los, weil ich liebe es einfach, genau die Elemente verbinden zu können, wie Schauspiel, Gesang und Akrobatik, wie jetzt zum Beispiel bei Tarzan. Das hat was Einzigartiges und dementsprechend kann man wirklich zeigen, was man drauf hat. Und ja, seitdem bin ich quasi jetzt seit gut 7 Jahren auch im Musical-Business mit dabei und versuche das alles so ein bisschen zu verknüpfen mit meiner eigenen Musik. Dann kommen wir direkt zurück auf Ihre Zeit von Tanz der Vampire. Im Dezember 2006 starteten Sie als Alfred und spielten diese Rolle bis März 2008. Wie war diese Zeit für Sie? Also das waren nur in Anführungsstrichen 1,5 Jahre, aber es kam mir vor wie, wie 5 Monate oder so. Also diese 1,5 Jahre gingen so schnell um. Es waren sehr, sehr schöne 1,5 Jahre, wo ich viel gelernt habe. Ich habe auch zur deutschen Musik gefunden, weil damals habe ich das erste Mal überhaupt auf Deutsch gesungen. Ich habe ja damals meine ersten drei auf Englisch aufgenommen. Und von daher war das einfach eine sehr wichtige Zeit für mich, auch als Künstler. Also jetzt nicht nur als Darsteller, dass es mein Debüt war, sondern ich bin sehr gereift, viel Disziplin gelernt. Also ich meine, im Theater, wenn man da arbeitet oder jeder, der da mal gearbeitet hat, der weiß, dass man immer pünktlich sein muss. Und das war damals noch nicht so einer meiner Stärken. Das habe ich auf jeden Fall mit auf den Weg bekommen und ich habe einfach viele Leute kennengelernt auch, mit denen ich spielen durfte. Ulrich Wegers zum Beispiel ist seitdem ein ganz guter Freund von mir. Thomas Borchert habe ich auch kennengelernt. Naja, Lucy Scherer, das waren alle solche Leute, mit denen ich zusammen groß geworden bin sozusagen, in dieser Rolle auch. Jeder, der irgendwo mal eine Zeit lang gearbeitet hat, weiß, dass man sich auch weiterentwickelt. Das ist nicht einfach nur eine Zeit, die man so durchlebt, sondern man macht sehr viel mit und man lebt fürs Theater und reift halt auch, wie gesagt, als Darsteller und als Künstler. Also ich habe damals einfach auch gelernt, was es heißt überhaupt, irgendwie auf der Bühne zu stehen, 8-mal die Woche, das Ensuite spielen, kannte ich bis dahin auch noch nicht. Und ich habe Blut geleckt im wahrsten Sinne des Wortes und damals schon gewusst, dass es nicht meine letzte Rolle sein wird. Im August 2008, also ein halbes Jahr nach Tanz der Vampire, waren Sie als Lars Hauschke in Anna und die Liebe im TV zu sehen. Wie war es denn, in einer Soap zu spielen? Das war keine Soap, das war eine Telenovela. Nein, Spaß. Ja, das war auch wieder ein Schritt für mich in eine andere Richtung. Also das war dann auch wieder eine neue Erfahrung, das alles ein bisschen runterzuschrauben. Also ich meine, im Musical oder auf einer Theaterbühne ist man sehr theatralisch und spielt sehr groß bis in die letzte Reihe. Und plötzlich stehst du dann vor einer Kamera, wo es dann heißt irgendwie, ja, mach mal nicht so viel mit den Armen und nicht so große Mimik und so. Also Film ist dann schon wieder komplett das Gegenteil. Was aber dann auch eine tolle Erfahrung für mich war. Ich habe auch wieder viel gelernt. Ich habe in schauspielerischer Hinsicht sie viel ausprobieren können. Wir haben ja eine Folge pro Tag gedreht und da macht man einfach auch sehr, sehr viel. Man lernt sehr viel Text innerhalb kürzester Zeit. Man muss innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Minuten schnell umswitchen, wenn es heißt, es gibt noch eine Textänderung oder es hat sich da und hier was geändert. Also es ist ein sehr, sehr schnelles Arbeiten in der Telenovela. Und man lernt auch sehr viel dabei. Und das war dann auch einfach wieder ein weiterer Schritt für mich, was anderes zu machen, mal irgendwo in neue Bereiche reinzuschnuppern. Und damals habe ich auch wieder Blut geleckt. Und möchte auch in meiner Zukunft irgendwann mal was mit Film machen oder Kino. Das steht alles noch in den Sternen. Aber es war eine wichtige Zeit für mich, nach Tanz der Vampire auch zu Anna und die Liebe zu gehen, wo ich, wie ich immer so viel wiederhole, sehr viel gelernt habe. Wie würden Sie denn den Unterschied zwischen Fernsehschauspiel und der Arbeit eines Musical-Darstellers beschreiben? Also der größte Unterschied ist, dass man einfach, ja, man hat beim Fernsehen mehrere Takes. Zwar sollte man gut vorbereitet sein, nicht zu viele Takes brauchen, aber auf einer Theaterbühne hat man eine Chance und man hat ein direktes Publikum, was direkt auf die Szene reagiert, wo man die Reaktion direkt mitbekommt, ob sie weinen, ob sie lachen, ob sie ausrasten. Das ist schon was anderes, wenn man dann plötzlich dann vor der Kamera steht und da ist nur der Regisseur, der sagt, okay, Cut, nächste Szene. Und das ist auch genau das, was mir aber so gefehlt hat in der Zeit bei Anna und die Liebe, weil man hatte keine direkte Resonanz vom Publikum, man wusste nicht, hat es denen gefallen, war es jetzt gut, war es schlecht. Und das habe ich schon vermisst in der ganzen Zeit, wo ich da gespielt habe, weil ich schon Bühnenmensch bin, das habe ich dann auch erfahren. Ich brauche einfach mein Publikum, ich brauche irgendwie eine Bindung, wo ich ein bisschen auch damit spielen kann, weil gerade jetzt auf der Theaterbühne, wo man ja jeden Tag das Gleiche spielt, hat man dann schon die Unterschiede, was man ja jetzt gestern oder vorgestern anders gemacht hat. Und das ist auch irgendwie eine neue Herausforderung, also zwar das gleiche Stück zu spielen, aber jede Szene irgendwie auch anders. Und im Fernsehen war das dann schon so, dass man dann sehr schnell gearbeitet hat, das auch wieder abgehakt hat und so. Man hat jetzt nicht so viel mit nach Hause nehmen können, wie also an künstlerischem Wert, wie auf einer Theaterbühne jetzt zum Beispiel. Das waren für mich die größten Unterschiede. Welche Perspektiven haben Sie für die Zukunft? Würden Sie gerne wieder eine Fernsehrolle übernehmen oder führt der Weg vielleicht sogar ins Theaterschauspiel? Sowohl als auch. Also ich habe schon vor, das Musical jetzt schon, also nicht nur zu meinem zweiten Standbein zu machen, sondern das gehört jetzt zu mir mit dazu. Ja, das führe ich in mir, wie zu sagen, meine Musik. Also ich glaube, das kann ich nicht mehr aus meinem Leben verbannen. Und ich habe aber auch vor, irgendwann mal wieder vor der Kamera zu stehen. Also genau das ist ja, was mir so viel Spaß macht, diese Vielseitigkeit halt. Mal nehme ich wieder ein Album auf, dann bin ich mit meiner eigenen Musik wieder unterwegs. Oder wenn ich was anderes brauche, eine Abwechslung brauche, dann stehe ich wieder auf einer Musicalbühne, wo ich dann beides habe, Schauspiel und Musik. Also genau diese Vielseitigkeit, die macht mir Spaß und das ist auch die Herausforderung, die ich wirklich an meinem Job liebe.
Von der Zukunft zurück ins Hier und Jetzt. Seit dem 25. Mai 2010 sind Sie in der Hauptrolle in Disneys Musical Tarzan im Theater Neue Flora in Hamburg zu erleben. Was ist das Besondere an diesem Musical und vor allem Ihrer Rolle? Oh, das kann man gar nicht so wirklich in ein paar Sätzen beschreiben. Es ist einfach eine wahnsinnig große Rolle, die sehr vielseitig angelegt ist. Also man muss sich das mal vorstellen, man hat nicht nur die schauspielerische Seite, man hat auch die Musik von Phil Collins mit dabei, man hat sehr viel Akrobatik mit dabei, die ich auch erstmal lernen musste, ja, in diesen 2 Monaten Probezeit, was ich ja noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie einen Rückwärtsüberschlag gemacht, ich bin noch nie geflogen in der Hinsicht, was auch ein einzigartiger Aspekt ist in der ganzen Show, ja. Das ist ja mit nicht zu vergleichen, was gerade auf dem Markt irgendwo musicaltechnisch gibt. Und das war für mich auch die größte Herausforderung, einfach genau diese Elemente miteinander zu verschmelzen oder verschmelzen zu lassen, jeden Abend aufs Neue das Publikum einfach mit auf eine Reise zu nehmen, und es ist jedes Mal wieder schön, in alle Reihen, über die ich fliege, zu schauen und auch ältere Menschen, junge Menschen zu sehen, die sich wieder an die Kindheit zurückerinnert fühlen, weil Tarzan ist einfach auch ein Thema. In diesem Jahr feiern wir 100-jähriges Jubiläum, Tarzan wird 100 Jahre, dann sieht man einfach mal, dass alleine das Thema Tarzan so viele Generationen miteinander verknüpft, und das schafft kaum ein anderes Stück, finde ich. Der 70 oder 80 Jahre alte Mann, der dann da sitzt und wieder kindliche Augen hat, weil er einfach wieder an seine Kindheit denkt, das ist mit nichts zu bezahlen. Und das macht auch dieses Stück und die Rolle Tarzan sehr, sehr besonders. Ja, das reizt mich einfach auch an der ganzen Figur, das zu fliegen, diese Liebesgeschichte zu spielen zwischen Tarzan und Jane, die zwar eine typische Liebesgeschichte ist, aber sehr schön erzählt ist aus Disney-Sicht, und Ups and Downs mit wirklich einer emotionalen Achterbahnfahrt. Und diese Art, solche Geschichten zu erzählen, das ist einfach typisch Disney. Und das macht auch das Stück sehr, sehr besonders unter anderem. Wie bereiten Sie sich auf die körperliche Leistung im Musical vor? Also ich habe, bevor ich angefangen habe zu proben für Tarzan, mich ein halbes Jahr muskulär erstmal vorbereitet. Das heißt, ich habe neben Anna und die Liebe wirklich jeden Abend noch trainiert, was echt eine Herausforderung war, weil ich war sehr, sehr müde in der Zeit auch, hab viel gemacht, habe dann ja nochmal sozusagen mein Leben auf links krempeln müssen. Ich war immer schon sportlich, aber so fitnesstechnisch war ich nicht agil unterwegs in der Zeit. Das heißt, ich bin neben Anna und die Liebe noch 4-5 Mal die Woche ins Fitnessstudio mit dem Personal Trainer, habe nur Fitness gemacht, muskulären Aufbau für den Körper. Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann nach Hamburg gezogen bin, und am 1. April 2010 habe ich meinen ersten Probentag gehabt. Das heißt, dann fing es an wirklich mit schauspielerischen Proben und was ich gerade schon alles erzählt habe, mit Fliegen und Akrobatik. Ja, so habe ich mich auf die Rolle vorbereitet, und wenn ich jetzt halt jeden Abend spiele, ist es wie ein Workout, ja, also die Show ist wie ein Workout, aber ich muss nebenbei natürlich schon gucken, dass ich fit bleibe, und somit setze ich mich schon noch nach der Show aufs Spinningrad oder so, dass ich meine Muskeln auch erhole. Also wer die Show sieht, weiß, was ich meine, und das ist nicht einfach eine Show, wo man nach Hause geht, sondern die nimmt man mit nach Hause, diese Rolle. Man spürt sie auch, wenn man morgens aufsteht. Gibt es eine Lieblingsszene in dem Musical für Sie? Also eine schöne Szene, die mir jedes Mal immer wieder aufs Neue sehr viel Spaß macht zu spielen, ist, wenn Tarzan entdeckt, wo er herkommt. Ich meine, Tarzan ist auch jemand, der weiß ja nicht, wer er ist. Wächst mit Gorillas auf, merkt aber irgendwie, dass er anders aussieht, hat nicht so viel Fell, bewegt sich auch irgendwie anders und macht sich auf die Suche. Und das ist eigentlich schon relativ zum Ende der Show. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber es gibt dann eine Szene, wo er dann wirklich herausbekommt, wo er herkommt. Er entdeckt die alten Klamotten seiner Eltern, die ja getötet wurden, als er noch ein Baby war. Und wo er dann alte Bilder entdeckt. Und das ist sehr ergreifend und schön zu spielen. Es macht sehr viel Spaß. Es ist ein Lieblingssong von mir, Everything That I Am. Wer ich wirklich bin, so heißt der Song. Obwohl ich ihn jetzt eben, ich glaube, zum 400. oder 500. Mal spiele, macht er mir immer noch sehr viel Spaß, und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, weil dieser Gedanke einfach auch so schön ist und wirklich ein Wendepunkt auch in dem Stück. Dir gehört mein Herz ist nicht nur ein Titel aus dem Musical Tarzan, sondern auch der Titel Ihrer Tour, die ab Dezember startet. Was erwartet die Besucher? Das weiß ich auch noch nicht so genau, aber es wird auf jeden Fall was sehr, sehr Einzigartiges werden, weil ich versuche wirklich zum ersten Mal diese 2 Welten, in denen ich mich ja bewege, so, also meine eigene Karriere und meine Musical-Karriere, versuche ich zu verbinden. Also es wird auf jeden Fall was ganz Einzigartiges insofern, dass ich Songs natürlich aus Stücken singe, in denen ich mitgespielt habe. Ich werde Songs aber auch aus Stücken singen, wo ich vielleicht irgendwann mal mitspielen werde, wie zum Beispiel Les Mis oder Ghost, ja, ein Stück, was es noch gar nicht in Deutschland gibt. Aber da kann man wirklich gespannt sein, und ab und zu wird es dann auch nochmal so ein paar kleine, ja, oder rote Fäden in meiner eigenen Musik geben. Das heißt, wie die Geschichte erzählt wird, kann ich euch noch nicht verraten. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend, sehr traurig, sehr emotional und sehr lustig, und für mich auch wirklich eine Premiere überhaupt, weil ich habe sowas noch nie gemacht, dass ich ein Soloprogramm starte, damit auf Tour gehe und erstmal abchecke, wie die Leute oder wie das Publikum darauf reagiert. Also ich freue mich da wahnsinnig drauf, und die Proben fangen jetzt schon bald an. Es ist gleichzeitig die erste Tournee mit Musical-Inhalten. Sind Sie da nervöser oder ist das sogar ein Vorteil? Ich bin total nervös, weil, wie gesagt, ich sowas vorher noch nie gemacht habe, und ich habe zwar schon viele Unplugged-Konzerte gegeben, und diesmal bin ich auch wieder auf Tour mit einem Flügel, mit einem Cajon und einer Gitarre. Also es wird sehr, sehr pur musikalisch gesehen.
gesehen. Und das ist eine große Herausforderung, weil man hat jetzt keine fette Band oder Orchester, wo man sich hinter verstecken kann oder wo man so ein bisschen was kaschieren kann, sondern man erlebt mich sehr, sehr pur, sehr hautnah, fast sogar schon zum Anfassen. Und es ist auch eine künstlerische Herausforderung. Also mit Songs, die ich noch nie zuvor gesungen habe und mit großen Arien, mit sehr, sehr schönen Liedern. Es wird sehr, sehr schön und ich hoffe, viele, viele Leute kommen und schauen sich das an und erleben diesen einzigartigen Abend mit mir. Werden Sie auch in Musical-Rollen schlüpfen? Das weiß ich auch noch nicht. Nein, das weiß ich natürlich schon, aber ich will es noch nicht so viel verraten. Ja, also es wird schon so eine kleine Geschichte geben, wo man auch schauspielerisch was zeigen kann oder auch agieren kann mit meinen Partnern. Kostümmäßig wird das jetzt noch nicht so dick aufgeblasen, also da soll es schon ein bisschen persönlicher werden oder bleiben. Wie das jetzt so genau zusammengebaut wird, lasst euch mal überraschen, also es wird auf jeden Fall sehr schön. Vor knapp einem Jahr haben Sie Ihr 5. Soloalbum für alle Zeiten veröffentlicht. Werden Sie auch daraus Songs präsentieren? Definitiv. Also ich werde auch natürlich Songs aus meinem aktuellen Album singen, weil die nicht nur thematisch sehr schön mit reinpassen, weil ich bin jetzt, glaube ich, auch mittlerweile seit knapp einem Jahr mit meinem Album auf Promotion-Tour und es kommt immer noch eine Single raus. Habe ich auch noch nie gemacht. Also so Alben sind ja meistens irgendwie nach 3-4 Monaten abgefrühstückt und dann kommt das nächste. Und passt sehr schön mit rein in dieses Thema. Und da es auch sehr emotional und sehr persönlich wird, darf dieses Album nicht fehlen. Sie haben viele Fans im Pop- und im Musical-Bereich. Werden Sie es schaffen, die Pop-Fans in die Musical-Welt zu entführen? Also ein paar habe ich schon mitbringen können in diese andere Welt, in Anführungsstrichen. Also sehr, sehr viele Leute, die ich auf Solokonzerten sehe, habe ich jetzt schon in den 1., 4. oder 5. Reihen gesehen. Das ist mir schon geglückt, aber ich meine, ich muss eigentlich gar keine Überzeugungsarbeit leisten, weil die schönen Stücke und diese Rollen, die ich spielen darf, die sprechen eigentlich für sich. Und diese Musical-Welt ist eine wunderschöne Welt, die sich in den letzten Jahren sehr entwickelt hat, wo es mittlerweile sehr viele Genres gibt, wie zum Beispiel Tarzan, wo es eine Flugshow gibt, 3 Musketiere, wo es eine Fechtshow gibt, also wo gekämpft wird. Dann gibt es irgendwie König der Löwen halt, wo einfach das Bühnenbild der Hammer ist und die Musik natürlich auch. Und es ist mittlerweile einfach für jede Generation was dabei. Und das ist einfach das Schöne am Musical, dass man einfach dahin gehen kann, sich hinsetzt und einfach abschalten kann für 3 Stunden und sich entführen lässt in eine andere Welt. Und ich finde, viele, viele Leute sollten noch mehr hinkommen. Kommt nach Hamburg oder wo die Stücke auch immer spielen und lasst euch einfach verzaubern und vergesst einfach euren Alltag für ein paar Stunden. Und das ist das Schöne am Musical und ich finde, auch in den nächsten Jahren wird sich da auch noch einiges tun. Ihre Special Guests der Tour haben Sie sich selbst ausgesucht. Neben Ihrer Lebensgefährtin Nadja Scheiwiller wird Sie Jan Ammann begleiten. Wie kam es zu Ihrem Wunsch nach Jan? Ich finde, Jan ist einfach nicht nur ein großartiger Krolog, weil Tanz der Vampire auch eine große Rolle bei mir spielt jetzt in der Tour, ist er natürlich mit dabei. Aber wir haben uns damals während meiner Zeit bei Tanz der Vampire kennengelernt in Berlin und er kommt ja auch aus Münsterland, genau wie ich, also von daher passt das schon mal ganz gut. Und ich finde ihn einfach ein klasse Typ. Ich habe ihn, wie gesagt, bei der Premiere in Oberhausen als Krolog erlebt, habe es damals schon sehr schön gefunden, wenn es sich mal irgendwo ergeben sollte, dass man zusammenarbeiten kann. Das hat sich jetzt somit ergeben und ich freue mich, dass er mit dabei ist. Und mit Nadja, ich habe noch nie mit meiner Freundin, mit meiner persönlichen Freundin auf einer Bühne gestanden und das wird auch was ganz, ganz Schönes, wo man sich noch lange zurückerinnern kann und darum geht's ja auch. Also das ist zwar eine Tour, wo auch sehr viel Arbeit dahinter steckt, aber auf der Bühne wollen wir auch sehr viel Spaß haben. Und das steht natürlich auch mit im Vordergrund und von daher habe ich mir 2 Leute ausgesucht, auf die ich wirklich Bock habe und mit denen ich mich gut verstehe und die ich künstlerisch auch sehr schätze. Ihre Lebensgefährtin ist selbst Musical-Darstellerin. Ist es leichter, eine Beziehung zu führen, wenn jemand den gleichen Beruf ausübt? Es ist natürlich schön, mit seiner Lebensgefährtin irgendwo in einem gleichen Berufsfeld zu arbeiten und wie ich jetzt mit ihr auf der Bühne zu stehen. Also wenn ich Tarzan bin, ist sie auch auf Jane, sie ist die Zweitbesetzung der Jane und wir standen schon oft auf der Bühne zusammen. Aber wenn es dann mal kracht zu Hause, kann es natürlich auch irgendwo kompliziert sein, so auf die Bühne zu gehen, wenn man das dann noch nicht irgendwie aus der Welt geschafft hat. Aber es gibt immer wieder neue Herausforderungen und das gehört auch mit dazu. Und wir sind ja alle Profis und dann ist privat privat. Und Job ist dann einfach Job. Trotzdem muss ich sagen, es ist wunderschön, einfach ins Theater zu kommen, zu wissen, da ist jemand, der baut mich auf oder man kann sich einfach mal fallen lassen irgendwo. Man unterstützt sich gegenseitig und das machen wir genauso und von daher sind wir jetzt auch mittlerweile schon seit über 2 Jahren zusammen. Von daher klappt das einfach auch so gut und ich bin froh, dass sie da ist, also privat als auch beruflich. Viele Fans haben uns gefragt, ob es für das nächste Jahr einen neuen Kalender von Ihnen geben wird. Ist etwas geplant? Auf jeden Fall. Also das kann ich jetzt schon sagen. Wir haben jetzt bald ein Shooting, wo die Bilder geschossen werden und von daher wird es auf jeden Fall einen neuen Kalender geben. Ich hatte zwischendurch mal so eine kleine Pause, wo ich Kalender von mir rausgebracht habe, aber es wird definitiv auch für 2013 einen neuen geben. Dann wünschen wir Ihnen dabei schon einmal viel Erfolg und freuen uns ganz besonders auf Ihre Tour. Wer von euch dabei sein möchte, Alexander Klavs Tour Dir gehört mein Herz startet am 1. Dezember in Oberhausen. Die Premiere ist aber schon ausverkauft. Weitere Termine sind am 2. Dezember in Stuttgart, am 14. Dezember in Hamburg, am 1. Februar 2013 in Essen und am 2. Februar in Berlin. Tickets und weitere Informationen unter soundofmusic.de. Vielen Dank! Sehr gerne!